So, Freunde der Spiegeltour, jetzt fangen wir aber an, auch mit der Lokalaufnahme ein wenig Warhammer, bevor wir nachher Mass Effect mal eben reinschauen in diese 10 Stunden, die man spielen kann, die man aber gar nicht im Singleplayer überhaupt verbrauchen kann, weil es einfach, ich denke mal, ein paar Missionen sind oder gerade mal der Anfang oder der Prolog, der zu spielen ist, weil EA lässt sich da ja eigentlich nicht sehr viel in die Karten schauen, bevor das Spiel rauskommt. Und ich habe leider viel nicht so Gutes gehört, aber das werden wir dann nachher selbst sehen. So, jetzt muss ich euch erstmal zurechtfinden. Ich habe vorhin mal kurz geschaut, was so der letzte Stand war. Wir haben die Bretonia komplett vereint und werde mal hier unten wenigstens die zweite Provinz wieder aufbauen, die unerklärlicherweise zerstört wurde zwischendurch. So. Mehr Holz? Nein. Plus 4, wir haben keine Chaos-Korruption. Töpferei, auch alles Blödsinn. Wir haben 3 volle Armeen, zwar nicht die besten Armeen immer, aber ganz okay. Und wir sollten jetzt, glaube ich, in den Osten gehen und anfangen mal die Elfenfraktion zu penetrieren. Das passt ganz gut gerade. Wobei wir hier in der Ecke ja die Untoten besiegt haben und die damit schon mal weggefeuert haben. So, Ereignisse, Streitkräfte, Provinzen, bekannte Fraktionen. So, wir haben Krieg mit den Vidriot und mit den Skellinger. Die Skellinger sind total scheißegal. Ich glaube, die hier würden sogar... Ne, die machen keinen Frieden mit mir. Ist aber auch Latten. Schauen wir mal eben durch, was für Beziehungsverbesserungen wir noch machen können. Honorable Knights come to parley with the Empire. Genau, lass uns auch mit der militärisches Bündnis eingehen. Honorable Knights come to parley with the Empire. Mit den ganzen imperialen Völker. Können wir uns ja mal eben gut stellen. Was soll denn passieren? Da kann höchstens das Chaos kommen. Oh, die hängen eh schon im Krieg gegen... Ja, zum Beispiel Ostland. Da sind die Zwerge, gegen die haben, für die haben wir aber auch einen Bonus, dass die uns ein bisschen besser gesinnt sind. Und ja, ich könnte jetzt gerade auch ein bisschen Geld rausholen, indem ich die alle nochmal so ein bisschen abzocke, während ich die... Bündnisse mit denen aufbaue. Das brauche ich gerade nicht. Also können wir machen. Warum kann ich eigentlich mit denen da hinten handeln? Weil die einen Hafen haben oder was? Na scheiße, ich kann sogar richtig viel Kohle da rausholen. Alles nur, weil ich aus dem Urlaub komme und dann so faul bin, hier 2 Tasten zu drücken. Do not greet me as a friend, nor are we foes yet. Das wollen sie nicht. Greetings. We may not be. So, damit bin ich eine von 1000 Verbündeten umgebene wundervolle bretonische Kultur. Da fällt mir gerade auf, die Armee hatte ich doch übernommen, ne? Zum Beispiel die ganzen Bauern hier kann ich doch einfach wegkicken. Die braucht doch kein Mensch. So, da können wir die Mühle verbessern. Da haben wir noch 3500 Kapital übrig.
Abteils Gralsgefährten, Rang des Helden, der Rekrutierung, plus 2 für Paladine, Angriffsbonus plus 10% für alle Kavalleristen. Okay, was brauche ich dafür? 5 Bevölkerungsüberschuss, 7200. Und dann das Geld, was ich noch für, ja, für die Abtei benötige. 10.000. Schnapper. Ah, und wir können natürlich neue Erlasse machen. Plus 10 Kontrolle, gegen die Korruption vorgehen. Und hier können wir mal den Steuersatz erhöhen um 5% mit dem Erlass. Und fertig mit der Runde. So, gegen wen kämpfen die? Das ist Nordland gegen Karak Ziflin. Ich bin mit beiden verbündet. Ja, da werde ich wohl den Krieg beitreten auf der Seite von Nordland. Vor allem werden die Zwerge wahrscheinlich relativ schnell aus. Der Herrin, mein Herr. Bretonia blüht dank eurer ritterlichen Herrschaft und tapferen Taten. Ups. Warrior King. King Luen Leoncoeur. Der grüne Ritter, Held hinzugefügt, Unterhalt 0. Euer Ritterkodex blieb nicht unbemerkt. Wolken überziehen den Himmel und Zwielicht verdunkelt das Land. Eine Figur steht bereit. Ihre Augen entflammen im Nebel. So, Dekret über den Rand des Waldes. Achso, da gilt dann als Held. Dann gehen wir in die Armee rein von meinem Meister. Und vor allem den Super, da kann ich den nicht mehr bewegen. Ah ne, ich muss noch das Ding wegdrücken. Ah ne, ich kann ihn doch nicht mehr bewegen. Oh mein Gott, da ist aber schon einiges. Bauernbogenschützen, Questritter, Speerknechte, Landsknechte. It shall be so. So, die können wir ja noch unterhalten. Die junge Dame auch weiter nach Osten. Und der hält jetzt einfach 15 Runden und dann ist gut. Warum nicht? Schätze aus der obere Marienburg, wenn du kannst. Die sind aber zurzeit mir relativ freundlich gesonnen. Deshalb werde ich erstmal den Osten mit den Wäldern plätten. Oder man könnte auch nach Süden gehen und Krieg führen gegen die Estalia, weil die sind mir auch nicht super freundlich gesonnen, oder gegen die Tilia, aber ich glaube, die Waldelfen, die werden mich einfach nur anpissen in meiner Zeit. Alright. I go thither. Luen Leoncoeur.
Ach, ich hatte den noch im Lagermodus. Deshalb konnte ich die nicht mehr bewegen. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Wie gesagt, ich war im Urlaub. Ich habe das Spiel gerade erst wieder aufgemacht. Da darf man mir den Flüchtigkeitsfehler noch verzeihen. Oh mein Gott, jetzt kommen politische Fragen. Weil ich davon halte, dass ja der Zweite Weltkrieg den Nationalstolz der Deutschen genommen hat. Ich finde eigentlich, dass der Nationalstolz der Deutschen keine Sache ist, die verloren gegangen ist, sondern wir sind halt einfach so schlau, vorsichtig genug zu sein, nicht ständig darüber zu reden. King Leoncor. So, do you come to Britonia as friend or enemy? Wir hatten doch schon Krieg gegen die. Ah ne, das sind die Dith. Nö, ich brauche keinen Beistand von niemandem. Wir machen das selbst. Auch wenn der Chat gerade anders sagt, ich habe noch nie eine linke Partei gewählt in meinem Leben. Ich wähle aber auch immer wieder anders. Ich überdenke das immer vor der Wahl, wo meine Stimme hingeht, weil ich schon ein ziemlich, seitdem ich wählen kann, immer wählen gegangen bin. Ich finde das auch sehr wichtig, seine demokratische Pflicht, sag ich mal, zu erfüllen. Weil ich denke immer so, viele Leute sind dafür mal gestorben, dass wir wirklich wählen dürfen. Und man sollte sich vielleicht nicht so verblenden lassen von irgendwelcher Schwarzmalerei, dass ja jede Stimme nur für den Arsch ist, es nichts bringt zu wählen und es sich dann eh nichts ändert, weil so ist das nicht. Und wenn alle Neuwähler halt eine AfD wählen, dann wäre das auch einfach erstmal so. Das wird uns nicht innerhalb von 2 Jahren in den Ruin treiben, oder beziehungsweise 4 Jahren. Die Leute werden sehen, was sie davon haben, so wie Leute im Moment sehen bei Donald Trump, was sie davon haben, dass sie halt ihre Stimme an Donald Trump verschwendet haben, damals. Und jetzt plötzlich fällt denen auf, die Sachen, die der macht, die sind zwar radikal, aber es ist total ungeil. Und die USA will sich dann auch richtig umschauen. Und die Leute realisieren jetzt eigentlich auf eine harte Art und Weise, was die da überhaupt getan haben. Wie das jetzt zum Beispiel die Umweltbehörde sehr stark beschneidet, die sich aber nicht nur darum kümmert, ja, irgendwie ein Scheiß... Man muss sich vorstellen, trotzdem, dass die Umweltbehörde hat im Moment einen Vorsitzenden in der ersten Reihe sitzen, der sagt, globale Erwärmung kann nicht auf CO2 zurückzuführen. Also kann man nicht auf CO2 zurückführen. Da denkst du einfach nur so, ja, aber was ist, wenn er sich irrt? Dann lacht er sich ins Fäustchen, weil der irgendwie schon 50 plus ist, wenn irgendwann die Welt untergeht, weil er sagt dann, fickt euch doch, ich bin weg, ich bin tot. Aber ich habe ein geiles Leben gehabt als Vorsitzender von dieser Umwelt, beziehungsweise von diesem Umweltgremium, beziehungsweise ganze, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da arbeiten. Wenn man, ich glaube, sie haben gesagt, 3200 Stellen werden abgebaut, das sind 20% von dieser Organisation in den USA. So als Maßstab, wenn das die 20% sind, dann werden ja, 10% 1800 sein, also hast du 18.000 Beschäftigte in etwa. Allein in dem Bereich in den USA. Auf Regierungsseiten. You seek the lady? Leaving. My blade is ready. I take my leave. Proof, machst du Halo Wars 2 zu Ende als Chatfrage? Halo Wars 2 haben wir zu Ende gemacht. Oh, sehr schön. Zufriedene Bevölkerung.
die ins Minus abwandert. Blessings of the Lady be upon you. Ach, mit denen haben wir gar keinen Krieg. Never. You dishonor me. Boah, das ist so geil, weißt du, die Fraktion, die da oben ist, mit denen haben wir keinen Krieg. Und wo sollte ich sonst langkommen? Very well, I go. My journey continues. Do you know who I am? Er muss sowieso bei denen durch das Gebiet durch. Und die werden euch nicht glücklich sein hier beim Wasserfallpalast. Die Wilden kommen. So, welche Truppe schicken wir als erstes von? Natürlich die vom wundervollen Imperator-König. Ach so, sie hat ein Upgrade. So, was kannst du lernen? Was haben wir beim ersten Mal gelernt? Novisans Gestalt? Erhöht Energiereserven, fügt Kämpfern Schaden zu. Schmaus der Krähen. Panzundurchdringlicher Pelz. Der Bernsteinspeer. Nein, du sollst nicht alleine. Ja, und da sind schön ordentlich Truppen drin. Aber umkreist die erstmal, dann holen wir unsere Unterstützungstruppen. Going forth. I will indulge. I am called forth. The lady gives you her blessing. Ride to glory! Total geil. 50-50. Vorhutstellung, Haufen Bogenschützen, Bannwaldläufer. The lady! And my right. Kann mir kaum vorstellen, dass wir nur 50% Chance haben. Aber ich habe das richtig gemacht, ja. Plus 10 beim Kampf gegen Waldelfen. I shall prevail. Also warten wird mir nichts bringen. Wir müssen halt sofort rein. Oh, mein Smartphone sagt mir, ich bin online. Ach mein Gott, was sind das denn für Aufstellungen wieder? Ich komme mit denen von allen, also immer von der gleichen Seite. Und wenn ich jetzt sehe, wie meine Truppen hier ins Schlachtfeld laufen, möchte ich einfach nur kotzen. Was kann der? Klinge des Leids.
waiting. I am ready. Ready. Verursacht Entsetzen. Ja. Da stehen die sehr mittig. Das ist ja alles noch im Rahmen. Vor allem super, dass die meisten Truppen natürlich jetzt da hinten rumgeschickt werden. Beziehungsweise genau im Rücken stehen von denen. Boah, die Laub bewegen sich ja so schnell, als wenn meine Truppen rennen. Alle erstmal rüber. Ich weiß, es können von zwei Seiten angreifen, aber ich brauche meine Truppen erstmal beisammen. Braucht die volle Kraft auf einer Seite. Der grüne Ritter haut mal richtig rein, Proof. Da bin ich mal gespannt. Was der grüne Ritter am Ende kann. Und die sind da oben auf ihrem scheiß Hügel. Na, da kann ich schon kotzen. Entschuldigung, aber... Das ist wieder so eine Positionierung aus der Hölle. Da sind die Reiter von oben. Ja, das kostet doch alles Ausdauer. Ist mir auch im Moment bewusst. Und da ist das restliche Fußvolk. Obwohl, sind auch noch alle fit. Nein, lass nochmal weiterlaufen.
Ja, die KI richtet sich immer wieder neu aus. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. Ein ganzes Stück nach vorne, ey. Bis die Trebuchet da was machen kann. Deshalb, ich mach mal eben doppelte Geschwindigkeit. Die KI wird eh sich nicht viel rumhantieren. Zorn der Manan. Heftiger Todesstoß. So, die Helden zusammengefercht. Dann versuchen wir mal nah genug rangekommen für die Trebuchet. Und da wäre ich beschossen von deren Trebuchet oder was auch immer die haben für einen Fernkampf. Ich hatte ja diesen Waldelfenversuch früher. Ich glaube, da habe ich gar nicht gesehen, was die haben als Fernkampfwaffe. Was der normalen Belagerungsmaschinerie gleichkommt. Ich glaube, das größte Problem wird einfach sein, es fehlt mir an Fernkampfeinheiten. Na, jetzt kommt hier ein bisschen Bewegung rein. Oh, die werden permanent vor mir weglaufen. Eben pausieren, weil jetzt muss ich mal eben die Truppen von der anderen Seite holen. Das kann dauern. So, ihr weg da.
gehen die mir einfach schon voll auf die Eier. Zerreißen meine Einheiten. Ach, bis meine Truppen von der anderen Seite kommen, sind wir alle hier zerstückelt. Rüber da rein. Die Truppen fallen einfach so schnell. Das macht mich so traurig. Was ein Schmerz. Und jetzt kommen meine Truppen da am Arsch der Welt raus. Das ist immer das, was ich so am Spiel dann so liebe, ey. Komm raus da. Oh, ich schaffe es nicht, meine Truppen von hinten schnell genug nach vorne zu ziehen. Es ist sehr ernüchternd. Komm, raus da. Raus, raus, raus. Ja, toll. Flieh doch mal. Ja, und von da ganz hinten kommen jetzt Reiter aus der Reserve. So, gut, jetzt steht er schon mal ein bisschen abseits. Boah, ich sehe nichts durch den Wald. Wie ich das hasse, ey.
Die laufen einfach permanent weg. Ja, und jetzt kommen halt die Fernkämpfertruppen und die Reiter, die wahrscheinlich vorhin hätte brauchen können. Ich hasse Wald. Wald ist richtig doof. Wald tut nur weh. Boah, Medi, du sollst nicht kämpfen. Geil, wie die Bäume sich einfach über den ganzen Scheiß legen, ey. Ich hoffe, in dem zweiten Teil kommt mal eine Möglichkeit, dass man Bäume wirklich komplett ausblendet und nicht halt den Kack hier macht. Mit nur Laub ausblenden. Na, jetzt haben sie auch erwischt. Tja, versuchen wir noch so viel wie möglich rauszuholen. Ah, sie haben sie ja doch nicht ganz erwischt. Da rein. Oh, jetzt geben sie auf. Oh, dabei war da noch ein bisschen Potenzial für ein paar Kills. Aber ich sehe nichts. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich an der höheren Auflösung inzwischen spiele. Und auf die 1044p mit dem kleinen Interface und so wird einfach die Übersicht so abgefuckt. Boah, wie meine Einheiten einfach nichts getötet haben. Protector of the realm.